Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu den Kanalinfos. Ich habe heute zwei Sachen für euch. Zum einen geht es um den VDB. Da gibt es Neuigkeiten für uns. Und es geht darum, dass mein europäischer Feuerwaffenpass jetzt mittlerweile da ist. Und wie ihr es im Thumbnail lesen konntet, Ghost Goes Holland. Wenn euch das Video hinterher gefallen hat, ihr die Information hilfreich fandet, würde ich mich wie immer über ein Like und ein Abo sehr freuen. Ich würde sagen, wir starten aber mal direkt durch. Die erste Geschichte ist der VDB. Es wird eine neue Geschichte beim VDB geben, nämlich eine unter anderem eine Landingpage, also eine neue Homepage. Den Link dazu blende ich euch unten ein. Und ich werde euch mal ganz kurz ein Bild einblenden, wie die Homepage bis jetzt aussieht. Hier haben wir das Ganze einmal. Und die Homepage ist schon online. Und ich kann euch nur wärmstens empfehlen, euch da schon mal für die Newsletter zu registrieren. Liebe Leute, es wird eine ganz, ganz interessante Geschichte. Und ich behaupte einfach mal aus meinem Wissen raus, sowas hat es noch nicht gegeben. Viel kann ich oder darf ich euch dazu noch nicht sagen. Nach Rücksprache mit dem VDB habe ich zumindest jetzt die Möglichkeit bekommen, schon mal etwas Werbung für diese Geschichte zu machen. Guckt euch einfach mal die Grafik genau an. Und ja, ich kann euch nur versprechen, es wird eine sehr, sehr interessante Kiste. Die ganze Geschichte startet ab dem 1.9. Und wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung. Ich kann euch nur wärmstens empfehlen, meldet euch für den Newsletter schon mal an, registriert euch da. Ihr werdet es nicht bereuen. Ja, die andere Geschichte. Wir fahren nach Holland. Holland liegt bei uns hier um die Ecke. Und ich hatte es ja in den einigen der letzten Videos schon mal angemerkt. Bei mir hat sich so ein bisschen was sportlich verändert. Was das Kurzwaffenschießen angeht, konzentriere ich mich jetzt eben mit den Niners hauptsächlich auf die IPSC-Geschichte. Da steht jetzt eben in der zweiten Septemberhälfte unser Surt an, wo sich auch noch einige von euch anmelden konnten. Ja, und die andere Seite, was die Langwaffen angeht, da habe ich mich jetzt mal dazu entschieden, so ein bisschen auszumisten im Schrank und mich dann wirklich auf das vernünftige Langwaffenschießen zu konzentrieren. Ich habe es bis jetzt immer nur sporadisch gemacht, aber dank unseres Rogers aus der Schießgruppe habe ich jetzt eben die Möglichkeit bekommen, da mal über den Tellerrand rauszublicken. Ja. Und der europäische Feuerwaffenpass, den ich beantragt habe, der ist dann auch relativ schnell eingetrudelt. Und ja, das Ganze war günstiger, als ich gedacht habe. Das muss man also auch sagen. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Und es sieht letztendlich so aus, ich habe für die ganze Geschichte hier bei uns im Kreis Recklinghausen 70 Euro bezahlt für den Feuerwaffenpass an sich und für die Eintragung von 3 Waffen. War ich angenehm überrascht. Ich bin davon ausgegangen, dass das Ganze etwas teurer ist. Und auch die Bearbeitungszeit war sensationell. Das ganze Ding ist also innerhalb von ein paar Tagen bearbeitet worden. Der Postweg hat etwas gedauert, okay. Aber ich glaube, da kann man drüber wegsehen. Jetzt muss man erstmal gucken, wie bin ich jetzt überhaupt nach Holland gekommen. Also, ich habe das Ganze letztendlich dem Roger zu verdanken, bei uns aus der Schießgruppe. Und hier bei uns in der Ecke ist es extrem schwer, ich sag mal, einen 300-Meter-Stand zu finden. 100-Meter-Stände, okay. Wobei auch da ist es terminlich immer so ein bisschen schwer, da das Passende für einen zu finden. Und da Holland nur ein paar Kilometer von uns entfernt ist, haben wir uns einfach mal dazu entschieden, beziehungsweise Roger hat mir das angeboten, dass ich mal mitfahre und mir das Ganze mal anschaue. Das habe ich dann auch gemacht und ich muss sagen, ich war begeistert. Es ist einfach wesentlich lockerer als bei uns, wesentlich, ja, ich sag mal, einfacher. Ja, auch die Sicherheit wird natürlich extrem beachtet, das muss man sagen, aber das ganze Miteinander ist wesentlich angenehmer, als ich es hier von unseren Ständen kenne und zeitlich gesehen auch wesentlich entspannter alles.
Wie hat das Ganze dann letztendlich angefangen oder wie ging es weiter? Also ich bin mitgefahren, habe mir das Ganze erstmal angeguckt, den Stand. Gastschützen werden dort leider Gottes nicht mehr genommen, zumindest an dem Stand, wo wir waren. Ich werde euch auch da noch eine kurze Info zu, wenn wir das erste Mal da jetzt zusammen hingefahren sind und ich mit meiner Ruger, mit der 22er da mal auf 100 Meter geschossen habe, vielleicht mal das eine oder andere Video mitbringen, weil ich muss erstmal mit dem Verein abklären, ob es überhaupt gewünscht ist, dass ich da mal ein Video mache, beziehungsweise ein bisschen Werbung für den Verein mache. Aus dem Grund möchte ich oder kann ich euch noch nicht sagen, wo wir da hinfahren, aber soll keine Geheimnistuerei sein. Ich möchte nur auf der sicheren Seite stehen und mir nicht sofort am Anfang alles kaputt machen da. Deswegen möchte ich da beim ersten Termin mit den Verantwortlichen erstmal sprechen, ob das in Ordnung ist, wenn ich da ein bisschen was zu rüberbringe für euch. Also, ich bin mitgefahren, habe mir das Ganze erstmal angeguckt. Gastschützen, wie gesagt, werden da nicht mehr akzeptiert, nur Mitglieder. Es gibt dort für die deutschen Mitglieder dann auch dementsprechend die Mitgliedschaften, die wir da erwerben können. Und gleichzeitig habe ich mich dann auch im niederländischen Schützenverband angemeldet. Wie heißt das gute Dingen? In der KNSA. Das ging auch alles relativ schnell. Ich habe meine Sachen hingeschickt und innerhalb von 2-3 Wochen waren die Unterlagen zurück. Und ich habe meine Mail bekommen, habe meine Beiträge überwiesen, die auch exorbitant niedrig sind. Und jetzt wollen wir mal schauen. Geplant ist also, dass wir erstmal mit der Ruger runterfahren. Und ich habe jetzt eben geplant, zum Jahresende hin, mir oder Anfang nächsten Jahres spätestens, dann eine dementsprechende Büchse im 308 zu kaufen, um dann auch mal irgendwann vielleicht über die 300 Meter hinaus zu gehen. Wie gesagt, dort werden 100 und 300 Meter Stände angeboten. Anfang tun wir jetzt erstmal mit den 100. Ich glaube, da habe ich als Neuling im langen Waffenbereich erstmal genug zu tun. Und danach schauen wir mal weiter. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. In Zukunft wird es also darauf hinauslaufen, dass wir hauptsächlich Videos vom IPSC und dementsprechend, wenn wir Glück haben, vom Langwaffenschießen in Holland präsentieren können. Bis dahin wird das Ganze noch weiterhin etwas theoretisch auf dem Kanal werden. Aber, wie eingangs schon gesagt, durch die Neuigkeiten vom VDB glaube ich nicht, dass wir da Langeweile haben werden. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet mit den Informationen was anfangen oder ihr fandet das Video zumindest unterhaltsam. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich hoffe, ihr bleibt gesund und munter. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.